Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei crfotos.de. Und im heutigen Video geht es wie immer alle 3 bis 4 Wochen um den sogenannten RAW Talk, den ich zusammen mit Markus von markusfotos.de abhalte. Wir geben euch immer ein Bild zum Bearbeiten und ihr könnt uns dann eure Version des Bildes zuschicken. Wir sprechen ein bisschen drüber, über eure Bilder werden wir sprechen in einem Video, das sich Kritikvideo nennt. Und das habe ich euch auch hier oben verlinkt. Was ihr hier in diesem Video seht, das ist meine Bearbeitung des Bildes, dass ihr einfach seht, wie ich das Ganze bearbeiten würde. Und Markus hat das Gleiche gemacht. Also wenn euch interessiert, wie er dieses Bild bearbeitet hat, dann schaut mal in die Videobeschreibung. Da habe ich euch das Ganze verlinkt. So, ihr seht hier mein fertiges Bild, aber natürlich wollen wir von vorne anfangen und ich zeige euch, was ich gemacht habe. Wir gehen da heute ein bisschen Schritt für Schritt durch. Einfach, dass ich euch da die Schritte zeige und sage, was ich da gemacht habe. Das wird jetzt heute hier kein Live-Editing bzw. keine Live-Bearbeitung. Das hier war also die Ausgangssache. Und wir schauen einfach mal, was ich hier dann gemacht habe. Ich habe zunächst mal, ihr seht es hier, Bereichsreparatur, habe ich hier den Hintergrund ein bisschen gereinigt und habe dann, wenn ihr mal hier bei den Reglern schaut, den Kontrast ganz rausgenommen, weil mir war das einfach hier alles zu wild und zu durcheinander. Ich wollte da ein bisschen mehr Homogenität reinbekommen, habe also den Kontrast rausgenommen. Ihr seht, das wird ein bisschen flau, so graustichig. Und das habe ich dann versucht mit den Lichtern, Tiefen, Weiß und Schwarz dann noch mal ein bisschen reinzubekommen. Dabei ist das Ganze dann so geworden. Dann habe ich Weiß noch mal ein bisschen beschnitten und dann habe ich die Schärfe über die Klarheit zurückgeholt. Ihr seht es hier. Ohne Klarheit, mit Klarheit. Das bringt immer Schärfe zurück ins Bild, hat aber auch leider zum Nachteil, dass wieder hier diese Flecken reingekommen sind. Und die habe ich dann später auf einem anderen Weg noch beseitigt. Temperatur ein bisschen angepasst, Belichtung noch mal ein bisschen angehoben, mehr Kontrast wieder reingegeben, das war vielleicht am Anfang doch zu viel. Und dann wieder an der Temperatur ein bisschen rumgespielt. Ich werde das Ganze ein bisschen abkürzen, habe dann im nächsten Schritt auch die Farben etwas angepasst, insbesondere hier das Rot auf dem T-Shirt und auch die Hautfarbe etwas. Habe sie dann ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Und habe dann mit dem Pinsel, dem Verlaufswerkzeug, noch ein paar Anpassungen gemacht. Dazu klicke ich mal hier hin. Und zwar bin ich da einfach in Lightroom 5 mit dem Radialfilter hingegangen und habe hier genau in der Mitte diesen radialen Filter hier aufgezogen. Habe das Ganze dann abgedunkelt, Kontrast rausgenommen, um einfach hier den Spot ein bisschen mehr auf die Luisa zu legen. Und ich denke, das ist eigentlich ganz gut gelungen. Und war, wenn wir mal nochmal nach Anfang gehen, doch schon sehr viel, was hier in Lightroom dann bis hierher passiert ist. Ich gehe nochmal ein bisschen höher, was wir noch gemacht haben. Ihr seht, das sind nur ganz kleine Anpassungen. Nochmal ein bisschen die Mitte aufgehellt. Und das war es dann auch schon hier in Photoshop. Hier in Lightroom natürlich. Und in Photoshop bin ich dann reingegangen. Dazu könnt ihr einfach mit dem Shortcut Apfel und E oder Steuerung und E das Bild dann an Photoshop übergeben. Das habe ich jetzt hier einfach mal gemacht und schauen dann, was passiert. Da passiert gerade gar nichts. Ist auch klar, wir wollen ja einfach das Bild hier haben. Dazu starte ich Photoshop jetzt mit diesem Original einmal. Hoffe, das klappt. Hatte da die letzten Tage ein paar Probleme, aber jetzt startet das Programm und jetzt haben wir auch hier die Datei mit drin und ich blende mal einfach alles aus, was wir hier gemacht hatten. Das hier ist also jetzt die Datei, die so aus Photoshop, aus Lightroom, heute habe ich es aber wirklich, aus Lightroom in Photoshop reingekommen ist und ich zeige euch jetzt einfach, was ich hier gemacht habe. Und zwar hatte ich mir überlegt, ich mache mal ein bisschen zu Anfang was mit den Nick-Filtern Plugins, also hier diese Nick Collection, die kostet, ich meine, 150 Euro für diesen ganzen Plugin, für diese Plugin-Sammlung hier. Und da gibt es ganz neue Analog FX Pro und das wollte ich natürlich auch mal gern ausprobieren. Hab ich dann auch und das seht ihr gleich. Und zwar im ersten Schritt habe ich mir einfach eine Kopie gemacht und habe die Luisa auch freigestellt. Das seht ihr einmal hier oben. Habe ich sie hier noch einmal freigestellt liegen.
habe dann aber auch hier das immer zusammengefasst, sodass die Freistellung jetzt hier nicht mehr so ist wie am Anfang. Aber durch die Freistellung war es mir dann einfach möglich, hier noch einen Spot hinter die Luisa zu setzen, um das noch ein bisschen stärker zu machen. Und habe dann zunächst mal einen Cross-Processing-Look auf das Bild gelegt, der mir so ein bisschen mehr, ja, Farben, so einen Blauton reingab. Hab dann die Luisa, und das seht ihr jetzt hier, durch die Freistellung wieder etwas ausmaskiert, einfach um das nicht ganz so sehr einzufärben. Und im nächsten Schritt habe ich dann mit Color FX Pro 4, also auch einen dieser Plugins, habe ich Detail und Skin Retouching gemacht. Ihr seht das ganz leicht, habe ich dann nochmal die Schärfe angehoben, habe dann mit Viveza 2 hier die Seite abgedunkelt und nochmal etwas homogener gemacht. Und dann kam dieser Analog-FX-Filter, und den fand ich einfach in dem Moment irgendwie ganz toll und irgendwie auch passend zu dem Bild, so vom Hintergrund her. Einfach weil ich so ein bisschen diesen Analog-Effekt ins Bild reinhaben wollte. Und ich denke, das passt auch irgendwo. Hab dann hier, wie ihr seht, noch ein bisschen abgedunkelt an der Seite. Bin dann hingegangen und hab dann mit Einstellungsebenen in Photoshop nochmal ein bisschen rumgespielt. Nochmal ein bisschen mehr aufgehellt. Ihr wisst mittlerweile, ich mag total, wenn Bilder außen relativ dunkel sind und in der Mitte knackig hell. Hab dann noch ein paar Sterne hier in den Hintergrund reingemalt. Die habe ich aber, glaube ich, im späteren Verlauf wieder rausgeholt. Dazu kann ich aber auch mal, wenn ihr das wollt, ein Video machen, wie man solche Sterne mit den Pinseln erzeugt, und zwar so, dass die wirklich schön wild hier durch die Gegend gehen. Wenn euch das interessiert, dann gebt mal einen Daumen nach oben, schreibt es in die Kommentare, und dann gibt es das zu beiden Video. Und was habe ich weitergemacht? Ich habe dann nochmal, das hier ist nur ein Zwischenbild, habe dann noch ausprobiert, wie es aussieht, wenn man hier unten so einen kleinen Lichtfleck reinsetzt. Hat mir irgendwo auch gut gefallen, habe ich drin gelassen. Habe dann das Auge hier noch ein bisschen aufgehellt, wie ihr seht. Bisschen den Kontrast nochmal erhöht durch eine Schwarz-Weiß-Ebene im Modus weiches Licht bei 14% Deckkraft. Übrigens eine sehr tolle Methode, ganz schnell ein Bild kontrastreicher zu machen. Ich zeige euch das einfach mal. Einfach eine Schwarz-Weiß-Ebene und ohne was zu verändern, weiches Licht. Und ihr seht, wie schnell der Kontrast im Bild ist. Und dann nehmt ihr das einfach komplett weg und dann regelt ihr das so lange nach oben, bis euch der Kontrast gefällt hier. Und ihr seht, da habt ihr mit ein paar Klicks Kontrast im Bild. Dann habe ich noch mal die Hautfarbe etwas angepasst, ein bisschen Orange reingegeben, wie ihr hier seht. Könnte man vielleicht ein klein wenig noch mal rausholen. Ich nehme es ein klein wenig zurück. Ja. Und dann noch mal die Dynamik etwas erhöht. Und das war jetzt eigentlich das Endergebnis. Anna, ich sehe hier noch eine Dodge and Burn Ebene, um noch mal das Gesicht etwas mehr rauszuarbeiten, will ich aber jetzt dadurch, dass ich die Farbe ein bisschen runtergenommen habe, auch wieder ein bisschen rausnehmen, dass es nicht ganz so stark wirkt. Ja, ihr seht noch einmal im Vorher-Nachher, so kam aus Lightroom raus. Das habe ich dann hier in Photoshop gemacht. Ist jetzt nicht so die typischste Bearbeitung, vielleicht auch nicht unbedingt die passendste, aber irgendwie gefällt mir das hier als Porträt und könnte ich mir auch saugut irgendwie als Fankarte, ja, wie sagt man, als Visitenkarte? Nee. Ich komme jetzt nicht auf das Wort. Na, ihr könnt es mir in die Kommentare reinschreiben. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir unbedingt einen Daumen nach oben gebt und einfach mal dieses Video teilt. Und vor allen Dingen auch den Raw Talk teilt, dass mehr Leute mitmachen. Je mehr Leute mitmachen, desto mehr verschiedene Bildergebnisse gibt es und desto mehr Bilder können Markus und ich uns anschauen und bewerten. Ihr wisst ja, wir wollen es vielleicht in Zukunft so machen, dass wir nur noch im Raw Talk Kritikvideo eure Bilder zeigen und zu jedem Bild was sagen, dass jeder auch was davon hat, wenn er mitmacht. Also da einfach mal ein bisschen Werbung machen für das ganze Projekt ist, denke ich, eine ganz tolle Sache. Vergesst nicht, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat, und abonniert vor allen Dingen den Kanal. Dann seid ihr auch in Zukunft immer bestens gerüstet für neue Videos hier auf meinem Kanal. Das war's. Ich freue mich, wenn ihr auch das Kritikvideo anschaut. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal und ciao.